Und zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man Kaninchen-Leckerlis macht. Und ja, dann legen wir jetzt los und viel Spaß. Dazu braucht ihr einen Teller, ein Messer, ein Brett, eine Gurke, eine Paprika und Haselnuss gemahlen. Und jetzt legen wir los und viel Spaß mit diesem Video. Dann müssen wir mit dem Messer den Kerngehäuse rausmachen. So. Jetzt haben wir den Kerngehäuse rausgemacht. Jetzt muss man die ganze Kerne rauswaschen. Aber davor erstmal halbieren. Genau so. Und jetzt muss man dieses weiße die Kerne rausmachen. Wenn ihr es nicht könnt, dann fragt einfach einen Erwachsenen, die zeigt euch dann, wie das geht. Genau so. Jetzt müssen wir die Gurke waschen. Jetzt müssen wir die Gurke schneiden. Sorry, mein Fehler. Auch wieder halbieren, also nicht halbieren, sondern so. In so ein Stück halbieren. Genau so. Jetzt kommt Haselnuss gemahlen rein. Genau so soll es aussehen. Und dann machen wir das bei den anderen auch. Genau so soll es aussehen. Jetzt kommt die Gurke innen rein. Genau so muss es reingehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch oben drüber Haselnuss gemahlen rein tun, drauf tun. So. Und jetzt kommt die Mikrowelle rein. Jetzt tut ihr das auf den Teller drauf. Und jetzt tue ich das in der Mikrowelle. Wir konnten es leider doch nicht in die Mikrowelle reintun, weil man dürfte das doch nicht. Aber man sollte das so geben, wie es ist. Bei Karotten ist es was anderes, aber das ist wieder was anderes, weil wir es gemischt haben. Und deswegen sollte man das einfach so geben, wie ich das gerade gemacht habe. Nicht in die Mikrowelle reintun. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!